Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Schnallt euch an, heute wird es richtig interessant. Viele von euch wissen ja, dass ich mit dem Dr. Marcel Polte einige Sendungen gemacht habe, unter anderem über Aliens, außerirdische Entführungen und natürlich auch das ganze Thema MK-Ultra. Und wie ihr den Dr. Marcel Polte ja kennt, ist er jemand, der schon nachschaut und das Ganze auch versucht, mit einer Beweisführung zu hinterlegen. Und wenn ihr euch mal gefragt habt, wer der Remote-Viewer ist, der das für einen Marcel Polte gemacht hat, dann herzlich willkommen. Hier ist einer von denen. Also, ich kann sagen, ein absoluter Spezialist auf diesem Gebiet und wirklich, wir haben richtig interessante Themen für euch vorbereitet. Wir wollen nämlich zum einen mal in der ersten Sendung, die wir machen, und es wird mehrere geben, einfach mal zeigen, ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, was ist überhaupt Remote Viewing. Dann werden wir mal eine Beweisführung angehen mit dem Beispiel an der Titanic. Und dann kommt der erste Hammer, den wir heute haben. Wir werden das ganze Thema mRNA-Impfung, sprich die Moderna-Impfung, mal auseinandernehmen. Auch das hat der liebe Kollege schon geviewt. Und in der nächsten Sendung, das triggere ich auch schon mal an, dann müsst ihr dann aber leider den Kanal abonnieren, damit ihr auch Bescheid wisst, werden wir das Thema Dritter Weltkrieg, Trump, Putin und all das, was damit zu tun hat. Vielleicht teasern wir das heute noch ein bisschen an, aber es ist sehr ausführlich. Es ist sehr komplex, deswegen wollen wir es auch nicht übertreiben und euch wirklich mit Informationen zuschütten. So viel von mir. Ich glaube, das war ein sehr, also die Leute können sich auf jeden Fall freuen. Ich tue es auf jeden Fall. Liebe Freunde, bei mir zu Gast ist Stefan Weber. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, hallo Patrick, danke vielmals für diese Anmoderation und für deine Lorbeeren bezüglich ein Spezialist. Ja, ich mache das schon lange jetzt, also über 12 Jahre. Habe meine eigenen Leute, die ich ausgebildet habe. Ich habe einen steinigen Weg hinter mir, was das Remote Viewing anbelangt. Eben vor über 12 Jahren habe ich mal von dem gehört. Da gibt es irgendwelche Leute mit Stift und Papier, irgendwelche Infos herausfinden. Das war bezüglich der Ostseeanomalie. In Schweden diese angeblicher UFO-Absturz im Wasser. Und zuerst wollte ich wissen, ja, ist das wirklich so? Funktioniert das? Geht das? Und wo ich dann gesehen habe, eben, dass die CIA involviert ist und die Stanford-Universität und über 50 Millionen investiert und, war es für mich klar, okay, da steckt viel, viel mehr dahinter. Und der zweite Schritt war dann, wer bietet das an? Und ich habe dann eine Ausbildung begonnen, nur ganz kurz, es ging gar nicht. Habe das dann auch abgebrochen und dann eine zweite Ausbildung noch gemacht. Und das ging auch gar nicht, das war keine Ausbildung, das war eher, keine Ahnung, eine Geschäftsidee. Und das dritte war dann bei der Academy of Mind, die gibt es ja nicht mehr, aber Stefan Franke, die kennen vielleicht die einen Leute, den ich auch sehr empfehlen kann. Das war super. Und ja, meine Intention ist eigentlich, von den Leuten diesen Weg zu ersparen. Und ich habe eigentlich das Beste aus diesen 3 Ausbildungen, so will, herausgenommen. Und so bilde ich heute meine Leute aus. Und die werden dann automatisch Teil vom Team. Und wir bieten das natürlich an als Dienstleistung und so weiter. Liebe Zuschauer, genau. Falls ihr da mehr Informationen habt, wir haben natürlich einen Link für euch vorbereitet unter diesem Video, der Videobeschreibung findet ihr das. Da geht es natürlich für die Leute, die sich ernsthaft an der Ausbildung interessieren zum Thema Remote Viewing, ist da auf jeden Fall Information da. Aber auch wenn du ein privates Thema hast, wenn du in deinem Geschäft vielleicht mal reinschauen möchtest, in deinem Business, in deiner Beziehung, was auch immer man Remote Viewing kann, und das ist nahezu alles, kannst du dich natürlich auch vertrauensvoll an den Stefan wenden. Wie gesagt, alle Informationen unter diesem Video. Und wie gut er ist, das werden wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall ja testen oder besser gesagt im Laufe dieser Serie, denn wir haben sehr viele Sachen ja auch vorbereitet. Und ich weiß, du willst jetzt sagen, das ist ja ein Team, ja, natürlich. Ja, genau. Also ich viewe leider im Moment nicht viel. Ich habe aber ganz viel geviewt, sicher, keine Ahnung, bis zu 1000 Sessions. Aber ich bin mehr jetzt eigentlich der Monitor und Tasker-Ersteller. Und ja, da muss ich auch der Academy of Mind nochmal, also die Deutschen, die haben da schon noch ganz viel erkannt, was Tasking anbelangt, also Erstellen der Aufgabe. Das ist extrem wichtig, ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, weil schlussendlich auch der die Aufgabe erstellt,
der muss einfach komplett neutral sein. Und wenn das nicht so ist, dann viewt das Weltbild und nicht die Tatsächlichkeit. Genau. Wir werden ja jetzt gleich, wirst du mal ein paar Folien zeigen und sowas und einmal so einen kurzen Abriss machen von der Geschichte des Remote Viewings. Und ich halte das auch für sinnvoll. Wir haben viele neue Zuschauer. Nicht jeder kennt sich damit aus, aber die Academy of Minds mir natürlich auch ein Begriff. Ich war ja auch seinerzeit ganz gleich zu den Anfängen von Blaupause bei den beiden damals zu Besuch oben im Ruhrgebiet. Und ja, war schon sehr interessant. Und ich finde das Thema nach wie vor deswegen so gut, weil es eben nachprüfbar ist, weil es eben beweisbar ist und eben nicht in Channeling, in Glaskugel gucken, Kaffeesatz lesen. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Auch da kann man gute Ergebnisse erzielen, das wissen wir. Aber ich bin halt auch eher derjenige, der sagt, komm, wir wollen es ein bisschen rational haben, aus der Logik auch ein Stück weit heraus. Weil dann können wir auch die Kritiker sozusagen ihnen zeigen, hey, schaut mal, ne, das ist möglich. Genau, weil das, was du gerade ansprichst, unser Verstand ist so stark. Sobald du weißt, um was es geht, oder? Jeder kann das. Jeder kann das Channeling machen und sagen, ja, ich schau mal, wie sieht's da auf diesem Planeten als Beispiel aus. Da bekommt jeder Information. Aber wenn du sagst, okay, beschau mir mal X in A, dann macht's hier oben nichts. Ja? Und darum geht's. Es geht darum, möglichst neutral, keine Vorkenntnisse, weil nur dann sind von mir aus, oder ist, der Verstand ist einfach zu stark. Ich glaube, niemand, der weiß, um was es geht, in diesen Daten, glaube ich einfach nicht. Es ist einfach zu viel Informationsdichte, dann zu viel Spekulation dabei. Dann bist du noch selber. Das sind eigene Themas. Genau. Ja, genau. Dann bist du halt selber noch involviert mit dabei. Ja. Ne? Und es ist besser, du nimmst dich eben halt komplett aus der Gleichung raus. Dann bleibst ein halbwegs neutrales Ergebnis. Aber das ist so eine super Überleitung. Dann gib uns doch mal den Abriss, lieber Zuschauer. Ihr werdet mich jetzt mal eine Weile nicht sehen, denn wir blenden dich natürlich groß ein, damit du auch wirklich die Infos auch wirklich zeigen kannst. Ich bin aber trotzdem zu hören und du hörst mich letzten Endes auch, wenn du möchtest. Ne? Also es ist kein Problem. Also ich blende mal die Folien ein. Natürlich herzlich willkommen nochmal, liebe Menschen, liebe Zuschauer. Genau. Wie gesagt, es geht um Remote Viewing hier ein bisschen mit Matrix-Hintergrund. Geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Der Carl Sagan hat mal gesagt, intuitiv, das Wort vermittelt, denke ich, ein diffuses Ärgernis über unsere Unfähigkeit zu verstehen, wie wir zu solchem Wissen kommen. Dieser Sprunggedanke, zack, ist einfach da. Ich sage heute, Intuition ist die gefühlte Wahrheit, weil schlussendlich geht es ums Gefühl. Das Gefühl ist am Anfang und das Gefühl wird dechiffriert in der linken Gehirnhälfte, wenn wir es so erklären. Also es wird so wie ein Angebot gemacht. Durch das Gefühl. Wir können extrem komplex fühlen, sind uns dessen aber nicht bewusst. Ja, was ist Remote Viewing? Kurz gesagt steht hier ein intuitiver Datendownload aus einer übergeordneten Cloud. Bedeutet, wir gehen halt auch von der Quantenphysik und so, wir gehen von einem Feld aus, da ist alles gespeichert, alle Eventualitäten, alle Zeitlinien. Und mit dieser angeborenen Fähigkeit, die jeder hat, solange er nicht weiß, um was es geht, ist jeder fähig, Informationen aus diesem Feld runterzuladen. Man könnte auch sagen, ich habe in der Akasha-Chronik lesen oder weiß ich was. Oberstes Gebot ist einfach nichts, man darf nichts wissen und es muss sauber getasket, also die Aufgabe erstellt worden sein. Da komme ich noch dazu. Kann man sich so vorstellen, das Feld kommt runter, die Information. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, woher kommt es? Ja, es kommt noch von viel früher natürlich. Überall, es ist angeboren, es ist eine Fähigkeit des Menschen, also muss es auch schon früher gegeben haben. Aber das eigentliche Remote Viewing, was eigentlich Fernwahrnehmung bedeutet, hat nichts mit Hellsehen oder sonst was zu tun. Ist 1969 sozusagen bei den Sowjets, ich erkläre es jetzt wirklich nur ganz einfach, entdeckt worden. Und ja, die CIA hat das dann sozusagen der Stanford übergeben an den Quantenphysiker
Professor Patoff und seine rechte Hand Russell Targ. Und die haben da auch Projekte, auch noch mit dem Monroe-Institut und so weiter, für über 50 Millionen gesamthaft. Die haben dann ein Protokoll entwickelt. Dieses Protokoll brauchen wir heute noch, wobei ich habe das selber neu oder ein bisschen effektiver gemacht und weniger AOL-Anlastung. Also AOL erkläre ich nachher noch kurz, was das bedeutet. Und ja, aber es ist eigentlich, das funktioniert nach wie vor. Sie hatten auch Hilfe sozusagen vom Ingo Swann, wenn der jemand kennt. Der war ein sehr guter Viewer zu dieser Zeit. Er war eigentlich auch der Entwickler dieses Protokolls. Daraus entstand unter der Führung von Joseph McMonigal der Viewer Number One an der CIA. Also auch hier ist ein richtig guter Mensch, richtig guter Typ. Nicht alle sind böse bei der CIA. Es geht immer gut und schlecht, oder blöd gesagt, es geht immer beide Seiten oder Betrachtungsweise. Und er hat dann, die haben dann mehrere Projekte gemacht mit der US, also in der US Army gab es dann eine Abteilung, Fort Meade-Einheit und so weiter. Ja, der Harold Patoff hat dann irgendwann gemeint, wie es genau funktioniert, kann niemand sagen, aber es funktioniert. Ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich sitze immer wieder da, habe dieses Tasking, habe die Nummer oder die Aufgabennummer erstellt und habe dann den Viewer neben mir oder also vis-à-vis oder online und denke so, heute klappt das mal nicht. Immer wieder. Obwohl ich schon so viel gesehen habe. Oder wie soll der jetzt auf das kommen? Ja, aber sie belehren mich immer wieder eines Besseren. Es funktioniert nahezu, ja, jedes Mal. Nicht nahezu jedes Mal. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV und ich möchte dir ein einzigartiges Gerät heute zeigen. Den Harmonie. Das mir einzig bekannte Gerät, was auf physikalischer Basis Elektrosmog und Erdverwerfungslinien komplett entstört. Das Ganze kann man im Labor nachweisen. Ich nutze das Gerät seit über 7 Jahren und mit mir mehr als 1000 zufriedene Kunden. Schau mal auf dem YouTube-Kanal, ich habe mit dem Entwickler schon mehrere Videos gemacht zu diesem Gerät. Ein großartig funktionierendes Gerät. Die allermeisten stellen schon in der ersten Nacht eine deutliche Verbesserung fest von ihrem Schlafverhalten und sie sind ausgeruhter, fühlen sich besser und natürlich geht es auch darum, ja, seinen Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen gehört dieses Gerät in jeden Haushalt. Übrigens, den gibt es auch als mobile Variante zum Umhängen. Schau dich mal auf der Homepage um. Du findest alle relevanten Daten unter diesem Video. Erster Link. Und das Ganze ist ein Affiliate-Link. Ich erhalte also eine Provision. Und du unterstützt damit Blaupause bei seinem Programm, bei seinem Content und hilfst mir dabei, diesen Sender weiter in dieser Form und in dieser Qualität betreiben zu können. Ich danke dir und freue mich, wenn du es probierst. Übrigens, 3 Monate Geld-Zurück-Garantie sprechen für sich. Teste es, probier es aus. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Also, mal kurz. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Wir brauchen einen Tasker. Das ist der Aufgabenersteller. Wie auch der muss absolut neutral sein. Dann haben wir einen Monitor, der führt durch die Session durch, mit Hilfe von Tools. Und der muss auch absolut neutral sein. Wir machen aber das nicht blind. Bei uns ist es so, dass der Monitor möglichst alles weiß. Warum? Weil wir wollen möglichst gute Daten gewinnen. Und der Monitor kann viel besser führen, wenn er alles weiß. Aber immer nur natürlich neutral. Weil es ist mir immer wieder passiert, der Viewer beschreibt etwas, was extrem zielführend wäre, aber ich weiß es nicht. Das ist auch beim Marcel Polte passiert, wo wir für ihn geviewt haben. Sie hat mir dann ein Szenario beschrieben, das war mir einfach zu abgespaced. Da habe ich gedacht, nee, da muss ich sie zurückholen. Aber in Tat und Wahrheit war es genau das, was da eigentlich vorlag. Das war dann schade, sonst hätte ich nämlich das noch weiter auskundschaftet oder besser zum Beispiel skizzieren lassen und so weiter. Dann haben wir den Viewer. Der Viewer ist vom Monitor gleichgültig neutral der Datensammler, den nicht zusammenbauen darf. Solange der Viewer denkt, ich mache hier nur Quatsch, kommt es gut raus. Ganz einfach gesagt.
Coordinate Remote Viewing erfüllt die wissenschaftliche Voraussetzung, denn es ist zu jeder Zeit reproduzierbar, von jedem durchführbar und liefert klar messbare Ergebnisse, die weit, weit über dem Zufall liegen. Also, man kann sich das so vorstellen. Man nimmt ein Foto, was man selber geschossen hat, und das wird dann in ein Kuvert, aber virtuell natürlich. Man kann es auch physisch machen, das geht auch. Und dann, das ist das Foto, wenn man ein Foto macht, ist eine Intention dahinter. Ich mache jetzt dieses Foto, zu diesem Zeitpunkt, diese Aufnahme. Und die Intention ist hier jetzt zum Beispiel, beschreibe das Target, also das, was hier zu sehen ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das kommt in das Kuvert und dann setzt man einfach eine willkürliche Nummer, Zahlenfolge, einfach auf dem Laptop oder wie auch immer oder aufschreiben, darauf. Jetzt kann man sich das so vorstellen, im Feld ist es dann gespeichert, die ganze Intentionen hinter dieser Aufnahme in dieser Nummer. Und dann gibt man nur diese Nummer dem Viewer und sein Verstand kann nichts anfangen mit diesen Zahlen. Aber die Gefühle der Intentionen, die der Ersteller hatte, kann er wahrnehmen. Also wir gehen da um den Verstand rum und tricksen das ein bisschen aus. Genau. Und vorhin habe ich ja noch AOLs erwähnt, das ist extrem wichtig. Das bedeutet analytische Überlagerung. Da gibt es noch AOLs, das sind wie, also Beispiel. AOL, das sind unsere vorgefertigten Meinungen. Beispiel, der Viewer beschreibt für sich selber, ja, da ist etwas rund und weiß. In dem Moment sagt sein Kopf, Schneeball, Beispiel. Wenn er dabei bleibt, dann geht's völlig in eine falsche Richtung, weil ist alles gefärbt. Wenn er mir das sagt, ja, Schneeball, okay, dann schreibt er diesen Schneeball ganz raus und dann fragt er sich selber, was hat mich auf das gebracht? Ja, rund und weiß. Und dann sage ich ihm, oder er weiß das auch, alles auf dieser Welt, was es gibt und jemals geben wird, ist alles, was rund und weiß ist, ist immer ein Schneeball. Und zwar genau der, den du jetzt denkst. Und dann merkt er, das ist absoluter Blödsinn. Er weiß nicht mal, ob das vom gleichen Ort ist. Das kann völlig unterschiedlich sein. Und dann ist es selber wieder neutral. Aber erst dann. Und das AOL ist zerstört. AOLs heißt, es ist wie, wenn der Viewer sagt, ja, diese Oberfläche, die fühlt sich so an wie, ja, wie beim Skateboard. Dann ist es ganz klar gemeint, er braucht es nur als Vergleich. Und dann ist dann nicht so gefärbt. Das kann man eigentlich in der Session so lassen, weil er hat nicht gesagt, es ist ein Skateboard, sondern nur wie die Oberfläche eines Skateboards. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, grundsätzlich, wir haben gelernt, A plus B gleich C. Ich sage A plus C gleich scheißegal, weil genau das soll die Haltung des Viewers sein. Es ist mir völlig egal, was ich hier tue. Ich mache einfach irgendwas, so wie es für mich in dem Moment richtig anfühlt. Also es ist scheißegal, ist es nur für den Verstand natürlich. Das bedeutet, er ist neutral. Gut, also mir ist immer wichtig, dass man viele Resultate zeigt. Und nicht einfach nur über, wie funktioniert, da könnte man jetzt noch viel genauer, wie genau das funktioniert und so weiter. Aber ich möchte Resultate zeigen. Und zwar, wir machen ja in der Ausbildung so einfache Übungstargets. Also, ganz wichtig nochmal, bei folgenden Beispielen hatten alle Viewer, inklusive mir, das war von meiner Ausbildung bei Stefan Branke, auch immer nur eine 18-stellige Zahl. Das spielt auch keine Rolle, ob das 20-stellig oder 15-stellig. Die Zahl ist auch nicht so wichtig. Es ging auch einfach, beschreib mir das Target. Aber dann denkt der Verstand, was ist heute wichtig? Und eine Zahl ist völlig neutral. Und während der Session wurden keine Suggestivfragen gestellt. Was der Monitor darf, er darf das weiterverwenden, was der Viewer schon erwähnt hat.
Wenn der Viewer sagt, ja, da unten, da ist irgendetwas komisch, das fühlt sich irgendwie klebrig an, dann darf der Monitor dann sagen, okay, was dieses Kleber, geh mal da tiefer rein, was bedeutet das, um was geht's da und so weiter. Gut. Also, das war so bei mir, das ist einfach ein kleines Beispiel. Das war das Target. Ich sehe das Bild nicht. Also ich war der Viewer, man bekommt nur diese Zahl, das Bild, nichts, null. Und ich habe dann später gegoogelt, oder besser gesagt hier, das war die Stufe 2, also ganz früh hatte ich einfach so das Bedürfnis, ich mache mal diesen Strich und darüber und so. Und ich habe dann mal gegoogelt und siehe da, das ist fast diese Bergkuppe. Einfach so rein intuitiv. Einfach so ein kleines Beispiel mal. Dann, das war auch eine Übungssession von mir. Glaubt mir, ich habe mich nicht gut gefühlt, als ich das skizziert habe. Mein Kopf hat so gedacht, ja, und was machst du, wenn es ein Lastwagen ist? Du hast keine Ahnung, was es geht, dann machst du hier so ein Krüppelding und denkst, oh, ich kann das nicht. Und am Schluss denkst du, okay, ist man selber überrascht. Das war von einem Kumpel von mir, war mein erster Schüler, mein Grill. Und ja, ich glaube, ich muss es nicht erklären. Ich habe ihn dann gefragt, ja, wozu dient X? X ist der Grill. Hat er gesagt, ja, es ist wie, ich nehme etwas, schmeiße es roh rein und nehme es veredelt raus. Hier, AOL, Backofen. AOLs sind nicht falsch, AOLs zeigen, sind falsch sozusagen als Resultat zu weit verarbeitet, aber haben immer wichtige Informationen drin. Das war auch von meiner Ausbildung, so ein Indoor-Zoo, dann hat Chef Franke gesagt, ja, okay, zoom mal raus, bis du die ganze Struktur siehst. Da habe ich einfach das gezeichnet. Macht null Sinn eigentlich, aber ja. Und dann hat er gesagt, okay, nimm mal das Dach weg, wie sieht's aus? Und dann mein Verstand dachte, ja, jetzt sind wir kreativ, jetzt machen wir doch rund. Das kann ja nicht sein, dass es gleich ist. Das sind so typische Gedanken. Und aber man sieht hier, es sind drei Bereiche. Drei. Dann wollte ich schauen, funktioniert es, wenn ich das Target auf einem Memory-Stick abspeichere, in einem Ordner, und den Viewer den Stick viewen lasse und dann mit Tools den Ordner auslesen. Das funktioniert auch, könnte man hier jetzt lesen, aber ist schon lange her. Und ja, ja, die Fort Meade-Einheit, das Militär bei der US Army, die haben immer so einen Ausdruck gehabt, 8 Martini. Resultat, das heißt, du musst erst mal 8 Martinis trinken, dass du die Resultate überhaupt verkraften kannst. Und ich möchte mal so eins zeigen. Das war eine Geburtstagsfeier bei uns in der Familie. Da gingen wir da so einen Schlossgarten, da hat es einen Ziehbrunnen, also war mal, und die haben den umfunktioniert in einen Grill. Ja, und das sind nicht die besten Viewer oder die besten Resultate, sondern alle. Ich habe nicht mehr, ich habe 9, kommen nachher noch. Und jeder beschreibt entweder ein tunnelartiges irgendwas, hier Geruch, Gas, die hier mit inklusive Teller und so weiter. Und die haben keine Ahnung, nochmal, null. Und die skizzieren dann das irgendwie und erklären mir irgendwas. Dann habe ich ein Mapping gemacht, wohlgemerkt, die machen einfach nur ein Raster mit der Intention, dass sie dieses Target finden. Also das muss auch nicht ein ländlicher, das kann auch ein Frühstückstisch sein. Das kann alles sein. Ja, und dann gehen die da in die Mitte und zoomen sich langsam ran und schaut mal, hier ist das Target. Erster Viewer, zweiter Viewer, dritter Viewer, vierter Viewer. Das war so für mich auch verstandessprengend. Weil wie kann das sein, dass die da landen? Dann haben wir von 3 Schülern von mir, haben wir dann bei diesem Target die Zeit zurückgedreht zum ursprünglichen Nutzen.
Dann haben sie hier beschrieben, diesen Schacht, und da wird etwas hoch und runter, hier mit, ich glaube auf der nächsten Seite noch mit Seilwinde, das kommt hier nicht, aber mit Seilwinde und so weiter, also ja. Und dann habe ich die auch noch drauf geschickt und hier gelandet und hier gelandet, und sie ist zwar hier gelandet, hat aber gesagt, gespiegelt, doppelt gespiegelt, also dann sind wir wieder hier. Haben wir also 9 Resultate und jedes Mal da gelandet. Also wo ist da der Zufall? Ja, den gibt's gar nicht, ne? Nee, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Und ich kann nicht sagen, ob ich, wenn ich die nächste drauf schicke, dass der wieder da landet. Ich weiß es nicht. Das weiß nur der Viewer, der das viewen wird. Ich glaube, viele finden das deswegen erschreckend, weil sie halt auch ahnen können, wie sehr das natürlich auch gegen den Menschen eingesetzt werden kann, aber natürlich auch für den Menschen, ne? Absolut. Wir schlagen sie mit den eigenen Waffen. Kommt ja schlussendlich von MK Ultra, aber ich sage auch nicht, dass da eigentlich alles, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Aber ich bin nicht sicher, aber ich glaube mittlerweile, dass die halt auch entdeckt haben mit diesem MK-Ultra, okay, wenn da möglich ist, Massenhypnose und so weiter zu steuern, dann muss auch das Gegenteil möglich sein, sozusagen, dass man sich selbst von dieser Steuerung entkoppelt, indem dass der Verstand merkt, hey, da gibt es eine andere Instanz, da muss ich gar nichts tun, das funktioniert trotzdem. Und das, was die kann, diese Instanz, kann ich so oder so nicht. Also lasse ich gleich mal die Finger weg. Und die Leute fragen mich immer bei der Ausbildung, ja, was ist denn hier, was bringt mir das? Ja, genau das, das ist einer der Haupteffekte. Du wirst demütiger, der da oben merkt, ich muss nicht die ganze Zeit denken, es bringt eh nichts. Weil das, was ich hier zusammenwürfle, das funktioniert nicht. Das macht keinen Sinn. Weil wenn du mal einfach das, was du gedanklich hast, einfach hinschreibst, dann kommt ein völliger Quatsch raus, was null mit dem Target zu tun hat. Das ist aber eine sehr gute Lehre dann, weil du beschäftigst dich mit einer Zahl eine Stunde lang und dann hast du ein völlig falsches Resultat, wenn du so willst, und denkst du, oh mein Gott. Und wenn du das ein paar Mal machst, irgendwann sagt dein System, hey, ich denke nicht mehr, es bringt nichts. Ich kann es nicht. Hm. Ja, neben den fantastischen Ergebnissen, die du damit erzielst, bringst du den Menschen, der es macht, natürlich auch wesentlich näher an seine Emotionen ran. Richtig. Beziehungsweise lernt er das Unterscheidungsvermögen zwischen Verstand und Intuition und Gefühl. Und das wird ihm sicherlich auch in seinem weiteren Leben oder im Alltag natürlich auch helfen, andere Entscheidungen zu treffen, anders mit Menschen umzugehen, anders mit der Situation, die uns vielleicht im Außen begegnet, umzugehen. Ja. Das sind ja alles dann, sage ich mal, so eine Nebeneffekte, ne? die neben den wirklich grandiosen Resultaten. Ne? Ja, wieder beginnen wahrzunehmen. Mhm. Oder ich sage, das ist wie eine Beißzange hier oben, das ist wie eine Entzündung. Das muss immer alles verdenken, alles blablabla, die ganze Zeit. Aber das ist Quatsch. Und das glaubt er nicht, erst wenn er es gesehen hat. Und der ist nicht böse oder so, sondern der ist missbraucht. Das, weil wir nur so einseitig durch die Schule und nur so einseitig gebraucht werden. Mhm. Ja, ist traurig. Ja, aber du hast es ja schon gerade eben an den Bildern gezeigt, wie gut letzten Endes dann aber auch die Zuverlässigkeit wird. Ja, wenn du das mit dem Grill zum Beispiel oder mit diesem Schacht dort 9 Leute mehr oder weniger eine Punktlandung machen in einem Raster von, was war das, 16 Feldern, wenn ich jetzt das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist es schon sehr, sehr zuverlässig. Ja. Lass uns ruhig gerade, weil ich es gerade auch sehe, das Bild, ruhig weitergehen zum Thema Titanic, weil das ist ja etwas, wo wir jetzt nochmal zeigen wollen, wie konkret und wie genau kann man jetzt Remote Viewing auch in der Beweislage sozusagen nutzen oder damit zeigen, dass es funktioniert? Ja, okay. Also ich meine, da gibt es ja auch viele Mythen und weiß ich was, das hat nicht stattgefunden und sonst was. Und ganz ehrlich,
keine Ahnung. Ne? Wenn mich jemand fragt, ja, meinst du, das hat stattgefunden, sage ich, ich weiß es nicht. Ich würde es viewen mal, oder? Und die eine Schülerin oder die, die ich ausbilde zum Projektleiter, die wollte dann das mal wirklich wissen. Und dann habe ich, ja, das war so ein bisschen Übungsgeschichte. Ein kleines Projektchen, es waren nur 2 Viewer. Aber ja, ich würde sagen, es reicht. 2 Viewer reichen, um zu zeigen, was da wirklich oder eben nicht. Also, ich habe mir dann, oder, und das ist wichtig jetzt wieder, wenn ich sage, ja, beschreib mir den Titanic-Untergang. Ja, dann ist Titanic-Untergang, das ist nicht neutral. Also, man muss sich dann überlegen als Tasker, wie bringe ich das ohne, auch Titanic darf nicht erwähnt werden, weil das sind zu viele Glaubensfelder dran. Und da habe ich mir überlegt, okay, beschreibe das größte Ereignis im Jahr 1912 zum Zeitpunkt des Geschehens. Also nicht mal, und dann als Ereignis, und jetzt aber nicht, und dann wieder das, was wir heute als Untergang der Titanic kennen. Das heißt nicht, dass es das ist, nur das, was wir kennen, also auch da, es ist nicht sicher. Das ist ganz wichtig. X ist nur das, was zu dem weltweiten Medienrummel geführt hat. Jetzt habe ich gegoogelt natürlich. T1, 14. April 1912, 16 Uhr. Und jetzt wieder wichtig. Physisch reale, die wir als Wirklichkeit bezeichnen. Also merkst du, das sind alles Intentionen. Und ich sage immer, das eine ist die Stammtischfrage und das andere ist eine Intention. Eine Intention ist eine ganz genau gerichtete Linie, die weder noch links noch nach rechts geht. Weil es so ganz klar definiert ist. T2, genauso diese Zeitspanne und dann der Captain mit S1, eventuelle Initiator dessen, keine Ahnung. Und Y, das Schiff Titanic, das beteiligte Schiff, das zu X führte. Also wieder neutral. Hm? Alles klar soweit? Ja. Der Viewer bekommt nur die Zahl. So fängt's an. Ich zeige hier aber nicht den ganzen Aufbau, sondern hier ist mal Stufe 3. Das ist so, ja, 10 Minuten. Je nachdem. Und Stufe 3 ist eigentlich dazu da, um der, der durch die Session führt, zu zeigen, ich bin on target. Und man sieht hier fließende Bewegung, wie fließen, festes Material, das sich bewegt, AOL, ja, etwas Ausgehöhltes. Auch das ist kein Garant. Wenn hier der Viewer nicht on target wäre, weil das ist on target, man sieht, es ist ähnlich, es sind 2 verschiedene, ja. Wenn er hier nicht on target wäre, das heißt, oder wenn man nichts erkennen würde, heißt überhaupt nicht, dass es nicht gut kommt. Aber auch hier wieder Wellen und so weiter. Aber ich will hier gar nicht zu lange. Genau, also jetzt der erste Viewer. Das ist der Befehl. Das ist der Befehl. Ich nenne es immer Befehle, darum Ausrufezeichen. Das ist eine Intention. Also der Befehl, der an den Viewer geht. Und der muss das wiederholen oder aufschreiben. Hier hat es aufgeschrieben, hier oben, ich habe es abgeschnitten. Lokalisiere das signifikanteste Ereignis in Bezug auf X auf der Timeline zum Zeitpunkt des Geschehens. Back! Das ist ganz genau zielgerichtete Intention. Dann schreibt er, und jetzt, es wird fast historisch, eine Unruhe herrscht in der eine Mannschaft und verschiedene Personen involviert sind. Sie sind sich einer Meinung. Grund dafür ist ein natürlicher Außeneinfluss, was mehrere nicht steuern konnten und keinen Einfluss darauf haben. Handlungen, Gespräche ohne Ergebnisse abwarten und kein Plan. Wird auch nicht besser, gewisse geben auf, weitere Gruppen aufgeregt und aggressiv. Ausstieg. Das große Feste macht Stillstand und geht kaputt. Eigentlich müsste ich hier schon nicht mehr weitermachen. Ja.
Neue Zusammensetzung, etwas orientierungslos, etwas wird finanziell komplett neu aufgezogen. Also das wirft neue Fragen auf, finde ich hier. Gesamt sehr schwerfallen, Personen sind nicht gleicher Meinung bis auf weiteres Stillstand. Der Klotz wird abtransportiert, muss weg. Der Mannschaft wird eine neue Struktur gegeben, die Mannschaft verlässt den Klotz. Klotz wird nicht erneuert, aber wird weitergegeben. Mannschaftsvertrag wird gekündigt. Auch der Würer hat immer so spezielle, halt auch eigene Wahrnehmungen. Zudem, das war, ich kann es nicht sagen, ne? Ich weiß es nicht. Es tut immer neue Fragen auch auf. Dann hat sie noch genauer hingeschaut. Was ist denn das? Diese Klotz oder was auch immer. Ursache, wetterbedingt, kalt, eisig. Zweite Ursache, Klotz, etwas im Weg. Scharfkantig, massiv, oben Haken. Oh, da unten geht auf der ganzen Länge etwas kaputt, ein Riesenschaden. Das Ganze, was rauf und runter fährt, wird, nachdem es kaputt geht, abtransportiert. Interview mit dem Captain zum Zeitpunkt des Geschehens. Gefühl, sagt sie, AI, Gefühl von Mannschaftsführer. Hallo S1, hallo, was machst du hier? Ich warte ab. Warum wartest du ab? Zuversicht, was passiert hier? Zu viele reden rein. Beschreibe die Abläufe, Diskussion. Das Finanzielle muss stimmen. Danke und tschüss. Es war sehr kurz. Aber diese finanzielle Geschichte, da hört man ja immer wieder Versicherungsgeschichte. Hä? Naja, da könnte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Machen wir aber später vielleicht mal. Okay, gut. Es geht noch weiter, aber sehr gerne. Ja. Zweiter Viewer. Jetzt kommt eine andere Ansicht. Lokalisiere. Wieder genau das Gleiche. Signifikant ist der eigene Bezug auf X, bla bla bla. Ne? AI. AI bedeutet, das ist ein eigenes Gefühl des Viewers. Habe selbst einen Druck im Ohr, wie ganz tief unten oder weit oben, wie ein Absacken. Alles wird diffus, dumpfe Geräusche, unheimliche Stille. Also es ist wie chronologisch, das kommt noch dazu. Ne? Ja. Weil sie war als zweites dran. Handlungen, man drückt auf Knöpfe, versucht etwas zu sichern. Funktion. Also das sage ich, Funktionen, und sagt sie, es ist wie ein Sog, der viel stärker ist, wie jemals erwartet, wie ein atmosphärisches Ereignis. Man erwartet dieses nicht an diesem Ort. Es hat EI, aber keinen direkten, es sind Fremdemotionen, keinen direkten Sehkontakt. Sie sagt Sehkontakt. Da habe ich auch noch gestanden. Hm. Gewisse versuchen zu helfen, aber andere schauen einfach zu. AOLS, es ist wie, das Absacken fühlt sich an wie ein U-Boot, ähnliches Objekt unter Wasser, das nach unten wegdrift. Bei diesem Objekt handelt es sich um Z. Z ist Y. Ich habe sie gefragt, ist es Z oder was anderes? Sagt sie, ja, es ist Z und Z ist Y. Was passiert dann? Es wird noch intensiver, wenn überhaupt, dann ein sich aussichtsloses Wehren. Man möchte gerne da wieder raus, sieht jedoch ein, dass die Chancen immer kleiner werden. Handlungen. Man versucht sich zu improvisieren, versucht irgendwelche Zeichen zu geben oder zu setzen. Mit Klopfen und mit anderen Kommunikationen etwas zu erreichen. Y driftet ab, verliert Kontrolle. Etwas Technisches versagt, fällt aus wie ein Todesstoß. Abwechslung von Ohnmacht, Beherrschung, AI, sehr beklemmend. Interview mit dem Captain. Hallo, was machst du hier? Wie meinst du das? Du fragst ja an. Was sind deine Aufgaben? Wartung, Koordination, Auffüllen eines Druckbehälters, vielleicht da im Moment. Was geschieht hier? Es hat ein Leck bei dem Druckausgleich gegeben. Ich glaube, es hat sich ein Stück Metall im Inneren gelöst und die Zufuhr unterbrochen. Dieses Ereignis hatte ich noch nie. Wie fühlst du dich? Nicht sehr gut. Wenn ich diese Problematik gewusst, hätte ich bestimmt alle Vorkehrungen getroffen, um dieses zu verhindern. Beschreibe die Abläufe nach diesem Leck. Es war fast unmöglich zu navigieren. Wir kippten auf die Seite und das änderte unaufhaltsam den Kurs. So wurden wir förmlich untergewirbelt und drehten uns um uns selbst. Was ist dein Ziel? Ich möchte hier raus und versuchen, das zu reparieren. Vielen Dank. Tschüss. So. Patrick. Ja, warte mal. Weißt du, was ich meine? Ich blende zwei Viewer. Zwei.
Genau, kommst, gib mal ganz kurz deinen Bildschirm wieder, dass wir dich auch gerade sehen. Ja, ne? Also. Was? Ich sitze hier, ich sehe die Session, oder? Ich vergesse ja die eine. Ich vergesse die. Und dann habe ich 2 Wochen später oder so, dann mache, oder 3 oder 4 Wochen, kommt diese nächste Session und denke so, wow, krass, das ist schon noch, das ist schon ähnlich. Oder, und dann irgendwann sitze ich hin und mache das, was ich hier mache. Und sitze dabei Stunde oder 2, 3 Stunden, mache hier diese, und denke so, boah, ist das historisch, was ich hier tue. Ja, das ist unglaublich. Also, ja, es hat stattgefunden. Es hat stattgefunden. Vielleicht ist da noch eine Komponente, die noch unklar ist, klar. Aber, ja. Ich finde bemerkenswert eben, dass du die Chronologie sozusagen rauslesen kannst. Ich glaube, jemand, der weiß, okay, nehmen wir mal nur das Beispiel, die Titanic ist gesunken, das Jahr ist ja unwichtig oder sowas. Und du gibst einfach nur diese Daten jemanden, der aber nicht weiß, worum es geht. Und du sagst einfach nur, schau mal, was würdest du assoziieren, wenn ich dir das vorlese? Ja, genau. Ich denke, du kommst selber dann drauf, ja, das ist vielleicht ein Schiff untergegangen. Okay, ja, dann überlegst du dir, klar, dann kommen die Assoziationen, ja, großes Schiff, welches, ja, okay, da gibt's nicht viele, ne? Könnte die Titanic sein. Du kommst selbst. Selbst damit könntest du draufkommen, weil es so detailreich geworden ist. Das ist schon sehr, sehr verblüffend. Ja. Ja, unglaublich spannend, weil eben, was eben, so wie du das auch sagst, wir fragen ja nur, nochmal, die Intention war, das Ereignis, das in diesen Zeitungen, da, hat es stattgefunden? Ja oder nein? Ja, wir haben zum Beispiel auch mal Loch Ness angeschaut. Also laut Viewer, ein Viewing, Loch Ness existiert nicht. Mhm. Gedanken ist, je mehr das in den Raum kommt, desto größer wird, hat sie gesagt, desto weniger ist es aber. Mhm. So. Es wäre aber gerade bei dem Thema Titanic, dass es noch zurückkommt, tatsächlich mal der Spur zu folgen. Ja, Thema Geld, Geld ist wichtig oder sowas. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie weit, ich sag mal so, die gängige Verschwörungstheorie dazu ist, und ich halte es jetzt kurz oder sowas, auf der Titanic waren die einflussreichsten Leute der amerikanischen Finanzoligarchie. Und ja, genau. Da waren einige dabei, die aber zum Beispiel Thema Federal Reserve und den Goldstandard nicht mehr haben wollten. Genau. Und einige dabei, die ihn haben, die dabei bleiben wollten. Ja, wir müssen den Goldstandard dabei behalten. Naja, die Theorie oder die Geschichte zeigt, diejenigen, die das unbedingt abschaffen wollten, den Goldstandard, damit eben ein wesentlich freierer Fluss des Geldes, auf gut Deutsch, wir können es drucken, ne? wie die Blöden, die sind kurz vorher abgesprungen und waren nicht mehr auf der Titanic. Und die dafür waren... Ich glaube, JP Morgan auch, oder? Morgan zum Beispiel, genau. Ja. Ne? Und einige eben, die Verfechter waren des Goldstandards, ne, sind draufgeblieben und abgesoffen. Also es wäre schon interessant, eigentlich da nochmal genauer hinzugucken. Es wäre, ich glaube mir, bei jedem Target. Ja, ist wahrscheinlich überall. Ja. Oder? Und ich sage immer meinen Projektleiter, ja Gold, dann schaut weiter, macht's. Mhm. Ja? Ich bin immer der Tasket und sie so. Oder? Aber genau. Und was auch Fakt ist, ja, die White Star Line war der Konkurs. Ja, das kommt noch dazu, genau. Oder? Also das scheint schon, also zweimal haben die Finanzgeschichte hier schon, da die sehr wichtig ist. Also da kommt schon irgendwie... Ja. Es ging lange Zeit das Gerücht, ich krieg's heute nicht mehr zusammen, ist viele Jahre her, dass ich mich beschäftigt habe, dass sogar das Schwesternschiff, also die Lusitania, auch abgesoffen ist. Ganz genau. Ja, aber was keiner mehr weiß. Aber, ne? Was auch noch wichtig zu sagen ist, die Viewer, die glauben sich, also wenn ich jetzt am Schluss denen das so zeige, als Beispiel. Die sind nicht überzeugt von ihrer Leistung. Mhm. Weil das sind noch andere Gedankenkonstrukte mit dabei. Aber wenn das jetzt 10 Tage später nochmal gelesen wird von ihnen selbst, dann sind sie noch viel verblüht. Denken sie, oh, was? Hä? Mhm. Weil die haben alles vergessen, was der da oben gesagt hat. Mhm. Und dann ist nur noch das blanke Resultat. Ja. Ja, es ist verblüffend. So, liebe Zuschauer, wir haben uns lange haben wir euch auf die Folter gespannt. Ich weiß ja warum ihr eigentlich eingeschaltet habt. Ihr wollt das Thema Moderna wissen. Und genau da gehen wir jetzt auch rein und gucken uns das mal an, was es da für, ich sag mal, abgefahrene Ergebnisse. Ich kenne sie ja eigentlich in Gänze auch noch nicht. Du hattest aber so ein bisschen mal was angeteasert schon. Und selbst das war schon, wo ich sag, okay. Ne? Ich gebe dir mal den Monitor wieder frei. Ich bleib wieder im Hintergrund. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was hier für Ergebnisse kommen.
So. Also. Sieht man es hier? Nein, hier sieht man es nicht. Das Datum. Also, das war zu irgendeinem Punkt vom Datum her, wo ich dann irgendwann, ich meine, mich war es immer, ich habe ja viel Corona geviewt auch. Da ist immer das Gleiche rausgekommen. Aber irgendwann dachte ich so, Mensch, also das war jetzt so krass und überall. Und dachte irgendwann, komm, jetzt schauen wir doch mal, wie das wirklich, einfach aus der Neutralität, was ist da jetzt wirklich los mit dieser, ja, aber jetzt bei uns halt in der Schweiz, Moderna, das war so wie bei euch, BioNTech, ja? Ja. Genau. Also, auch da wollte ich nur wissen, beschreibe die Veränderung durch X im menschlichen Körper am Zeitpunkt der Injektion von X. X, die, der moderne Impfstoff, bla 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 bla, mit D-Zulassung. Z, ein menschlicher europäischer Körper im durchschnittlichen Alter. Und dann habe ich mal das gedacht, ja komm, wir schauen doch mal nach 2 Minuten, nach 24 Stunden, nach zweiter, nach dritter und nach dritter und weiteren. Zusätzlich habe ich noch 5G kodiert oder mit Intention, wobei da muss man sagen, wenn man das richtig wirklich macht, man müsste dem Viewer da mehr zu spüren geben, was 5G und so weiter, dann nur, nicht einfach nur sagen, ja okay, und wie ist mit W? Das geht schon, aber es geht halt nicht so tief. Ja, und dann dachte ich, okay, als Vergleich, einfach mal, um zu schauen, X, Y, ein gutes deutsches Bier. Ob das jetzt Radeberg ist, mir egal. Das, was mir da in den Sinn kam. Gibt kein deutsches schlechtes Bier. Ja, das stimmt. Und dann P1. Früher haben wir Personen, also heute reden wir nur noch vom Subjekt, dass es noch neutral ist. Der Urheber der tiefsten Agenda von X, wer auch immer das ist sehr offen und das hat mich sehr erschreckt, oder nicht erschreckt, also nochmal ganz krass die Augen geöffnet, was die Interview mit dem ergeben haben. So. Also, das waren 4 oder 5 Viewer, die wir darauf geschickt haben. Ich zeige auch nicht alles. Das war wieder der Grillmeister, mein Kumpel. Ja, Stufe 3. Irgendeine Flüssigkeit geht irgendwo in einen Behälter. Hier wahrscheinlich Nadelteil und so weiter. Also, ja. Stufe 3, Legitimierung. Funktion, ja, chemisch spalten, antinatürlich, OLS-Fracking. Also hier, es ist wie. Hä? Mhm. Intention, das sind jetzt 3 verschiedene Viewer. Ausbreitung, Expansion, generell unaufhaltsam. Funktion, etwas Künstliches, etwas Natürliches. Point of no return, AOL, Atombombe. Das sind schon sehr, sehr heftige AOLs. Ja. Handlungen, wichtige Entscheidungen treffen, Knöpfe drücken, abwarten, Intention, ans Ganze denken, übergeordnet egoistisch, Funktion, Assimilation in sich entnehmen, Z-Katastrophe abwenden. Dann jetzt hier, ja, beschreibe die Reaktion in A auf Z, also das heißt nach 2 Minuten nach der ersten Injektion auf den Körper. Eine Flüssigkeit, die ein Verfahren injiziert. Z ist wie entladen, neutral, aber notwendig. Langzeit notwendig. Also heißt, ab dem Zeitpunkt, wo es drin ist, wenn du so willst, ist es notwendig. Beschreibe die Reaktion in B auf Z. Wie ein Miteinander wird ein Bestandteil von Z, wie Fusion. Es kann klappen, ist aber künstlich. Enttäuschung für Z bündelt Kräfte neu. Also das war so ein bisschen überlappend von den Viewern, dass B immer so willkommen ist, die zweite. Beschreibe die Reaktion in C, also nach der dritten. Aggressiver, Z wird gehindert durch Überlastung, Z wird gestört, wie Zitronensäure, funktionell.
entstehen Schutzblasen, ist wie Abwehrmechanismus von Z. D, beschreibe die Reaktion D auf Z, geführte Zusammenarbeit, Absprengung und Lösen. Z ist gedrängt, forciert, gehetzt und verloren. Also hier hat es dann noch skizziert mit dieser Schutzblase. Genau. Beschreibe die Reaktion, jetzt kommt das Bier. Ruhige Methode, Natur, mit einbezogen, weitläufig, frei, ungezwungen. Naja. Ich will, also nur, dass es klar ist, ich will hier nichts zum Biertrinken anregen. Ne? Es geht ja auch mit alkoholfreiem Bier. Genau. Narben von Angriffen, Störungen. Genau, dann haben wir ein Interview geführt. Ich lese das jetzt einfach hier mal durch. Viewer, hallo P1. Hey, Viewer, was ist deine Intention in Bezug auf X, also die moderne Impfung? Stoff rausgewinnen für Eigennutzung. Viewer, was ist das für ein Stoff? Silizium ähnlich. Was ist X? Plattform, um zu starten. Viewer, was macht das mit diesem Plattform? Als Werkzeug zum Startnutzen. Psychoingenieursprungbrett. Was ist das Ziel von diesem Psychoingenieuring? Systemreinigung. Lösen von allen Knöpfen. Entspricht X noch der ursprünglichen Absicht? Hat sich im Laufe geändert? Wie Fokus verloren? Negativ. Es ist keine reine Absicht mehr dahinter. Sondern billiger Abklatsch wird durchgeführt. Verdienen andere daran. System hat ein Leck. Es findet eine Ausnutzung statt. Energie wird abgezwackt. Durch X? Nein, durch W wird Energie abgezwackt. Im Zusammenhang mit X, X und W sind Zusammenhängen. Ciao. Also W wäre 5G. Mhm. Der zweite Viewer beschreibt die Reaktion A auf Z. Also wieder nach überrumpelt, schlechte Überraschung, Angst, unangenehm, Verarschung. Beschreibe die Reaktion B, wieder das zweite. Ernüchterung, Dankbarkeit, Aggression nicht eingestehen, übergriffig. Z erkennt, reagiert, aber verantwortungslos. Also siehst du auch hier wieder irgendwie das zweite Mal. Beschreibe die Reaktion dann im dritten. Ziemlich aggressiv im Widerstand, ich muss, aber ich will nicht. Überforderung, Erschöpfung von außen und innen. Wechselwirkung mit W. W wirkt sich negativ auf Z aus, mit W mehr Stress. Mhm. Hier hat es noch skizziert. Und ciao, AOL, Impfung, Atombombe. Also die, ja. Aber also das ist auch noch wichtig. Hä? Nur weil sie hier Impfung, das ist nicht richtig, das ist ein AOL. Fertig. Auch wenn die Viewer da genau, auch Titanic, das wäre... Vorhin, wenn sie sagt, ja, Titanic, dann ist AOL. Weil es geht nicht um den Titanic im Kopf, sondern die, so wie es vor Ort ist. Ja. Das ist noch ganz wichtig. Genau. Dann beschreibe die Situation D auf Z. Z fühlt sich immer noch schlecht, aber entspannter, weniger kontrolliert, aber dennoch wie ein Dampfkochtopf. Und jetzt kommt wieder das Bier, hä? Da war auch so wieder so ein Kinnladen-Moment. Y fühlt sich an wie eine Flasche aufknorzen mit allen Mitteln. Dabei hat es einen Flaschenöffner. Inhalt von Y, ich habe dann gesagt, ja, probier doch mal, wenn es schon eine Flasche ist. Da hat sie gesagt, ja, es ist bitter. Es ist grusig. Also sie hat nicht gern Bier. Also das war für mich auch so, das verstandensprengend, oder? Ich gebe nur Y, der keine an Null und dann sagt sie, wie eine Flasche aufdrehen. Hm. Und zeigt natürlich die Legitimierung zum Target. Das ist ganz wichtig. Ganz genau. Hallo, wie ist deine Intention bei dieser Impfung? Ich will helfen. Was ist die Impfung? Also mit der tiefsten Agenda, der Urheber der tiefsten Agenda. Was ist die Impfung und wozu dient sie? Neutralität und Klarheit schaffen. Was ist das Ziel der Impfung? Eine Explosionsreinigung. AI-Reinigung ist notwendig. Der Eindruck des Viewers. Man muss auch sagen, die Viewers sind gnadenlos, weil der Verstand ist nicht da, die haben keine Ahnung, was es geht. Sie sagen einfach so, wie sie es fühlen. Entspricht die Impfung dem ursprünglichen Absicht? Jein. Auf Wiedersehen. Kurzes Interview. Wieder Interview. Nächster Viewer.
Hallo B1, was ist deine tiefste Agenda mit der Impfung? Ist wir haben wohlwollend lächeln. Was ist die Impfung und wozu dient sie? Ein Werkzeug, ein Augenöffner. Was ist das Ziel der Impfung? Ausgleichen, glatt machen. Entspricht die Impfung den ursprünglichen Absicht? Hat sich den Gegebenheiten entsprechend verändert? Danke, tschüss. Verluste werden aber in Kauf genommen. AI. Ja? Mhm. Das kann man, genau, das ist, der Körper nach der dritten Injektion 12 Stunden danach. Hohe Geschwindigkeit, Zeitdruck und der Körper hängt sowieso schon hinterher. Jetzt oder nie, los geht's. Analogie, jemand wirft den Sprengkörper in die Kanone, dreht sich um, hält sich die Ohren zu, geht schnell, Mörser, 5G, also W, führt dazu, ist eigentlich nicht zielstrebig gegen den Körper gerichtet. Wie Kurzschlussreaktion. Der Körper, also er sagt nicht Körper, das ist ausgeschrieben von mir. Dead. Der Körper könnte dann sein, ist aber nicht klar. Es ist ein Rückschlag, eigentlich eine Verteidigung durch Angriff. Angriff hat mit 5G zu tun. Emotion des Körpers, erhöhter Puls, war zu erwarten, aber nicht so knapp. Aber der Körper kommt wieder raus. Und jetzt kommt wieder dieser Viewer. Szenario 4. Der Körper nach weiteren Injektionen auf unbegrenzte Zeit. Der Körper ist ruhig wie nach dem Sturm. 5 Personen im Kreis stehen, hell, freundlich, wie im Himmel. Der Körper ist befreit. 5G noch da, aber weit entfernt jetzt. Reaktion vom Körper beim Bier. Das Bier umhüllt den Körper und hat eine Schutzfunktion. Ja, also du siehst hier, ja, muss ich nichts dazu sagen. Und dann kommt noch das Interview. Das ist richtig krass, weil er erklärt jetzt eigentlich, was der da, was ist das Ziel der Impfung? Verträge schließen, Zusammenarbeit. Entspricht die Impfung der ursprünglichen Absicht? Der ursprüngliche Plan hat sich geändert. Alles ist anders gekommen als erwartet. Was war die ursprüngliche Erwartung? X sollte mir helfen und wurde dann zu einem Hindernis. Danke, tschüss. Eindruck des Viewers über das Ziel der Impfung kommt mir moralisch integer vor. Groß, aufrichtig, übergeordnet, dient einer größeren Sache der Menschheit. AI, außergewöhnlich tugendhaft. Ja, ich glaube, ja, genau. Gehen wir wieder zurück auf die andere Ansicht. Genau. Lass mich 2 Sachen dazu sagen, damit ich das ein bisschen zusammenfasse für die einigen. Was ich wahrgenommen habe, jetzt was du gesprochen hast, ich habe mir nämlich nebenbei ein paar Notizen gemacht. Ja, also zum einen finde ich es interessant, dass, muss man ja mal wissen, heute weiß man, dass das Moderna noch der am verträglichsten, so nenne ich das jetzt einfach mal, Stoff war. Gibt ja noch ein paar andere, da wissen wir, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Zum anderen finde ich, dass zum einen mal die reale Tatsache beschrieben wird, was es sein soll und auch die Metaebene dazu beschrieben wird, also die aus einer spirituellen Sicht beschrieben, der Augenöffner, ja, die Reinheit, dass es Klarheit hinterher gibt, ne, dass es eine klare Trennung gibt, ja, das ist auch so etwas, es gab eine Zeit vor und eine Zeit danach, ne, das hat mich sehr beeindruckt. Dann diese Gleichgültigkeit, die mit da drin ist, also sprich die, man sagt ja den Geimpften nach, dass sie empathieloser werden. Ja, also abgekoppelt von ihren Emotionen sind, dass sie also viel mehr in die Akzeptanz gehen. Man kennt das sozusagen aus der Forschung wie mit Fluoriden. Ja, dass die willfähriger werden, die Menschen, als sich alles gefallen lassen. Ja. Das habe ich rausgehört aus diesem Thema der Gleichgültigkeit und so weiter und so fort. Und ich höre aber auch raus, dass es schon einen Nutzen haben sollte, nicht nur das Geld verdienen, die Trennung, Spaltung habe ich rausgehört, also die mit dem Interviewer, mit dem Urheber, dass sich aber das Ziel der Agenda komplett verändert hat, interpretiere ich jetzt, dass der Urheber es vielleicht noch gut gemeint hat, aber auch korrumpiert worden ist. Und andere, also ich für mich fühlt es sich an, andere Mächte, ja, denen die Kontrolle übernommen haben und gesagt haben, wir nutzen das jetzt für die und die Agenda. Das ist aber jetzt nur, das möchte ich klar sagen, das war jetzt nicht im Protokoll, war nirgendwo bei euch, das ist meine Interpretation auf die Fakten oder auf die Dinge, die ich gerade gehört habe. Also was ich so richtig noch sagen kann, ist einfach, dass aus dieser Sicht, der übergeordneten Sicht, ich sage jetzt mal, die Natur bahnt sich ihren Weg. Mhm. Ich bin jetzt einfach da eine sehr hohe Ebene, Betrachtungswinkel.
Und ja, jeder View beschreibt Universalreinigung und. Das ist schon, also am Anfang, die erste, oder? Du musst überlegen, ich hatte ein Viewing oder so und dachte, Mann, ist das jetzt doch irgendwie noch gut? Also ich war selber verwirrt. Und dann habe ich es begriffen, nach dem dritten, vierten Interview. Vor allem mit dem am Schluss, es kommt mir moralisch integer vor, groß, aufrichtig, übergeordnet, dient einer größeren Sache der Menschheit. Das ist extrem krass, also klar. Aber das war für mich so, boah. Und beschreibt eben genau diese Metaebene, dass eben halt anders ausgedrückt, ne? Wir Menschen kommen durch Leid nach vorne. Wir Menschen lernen aus unserem Leid. Wir Menschen lernen durch Missgeschicke, durch Fehler, die wir gemacht haben, werden wir besser. Und das ist die übergeordnete spirituelle Sicht, könnte man auch sagen. Ja? Ja. Dass ein solches Ereignis auch durchaus seinen Sinn hat. Ja. Auch wenn es viele Opfer und Verluste, da stand ja auch drinnen, ja? Opfer und Verluste werden in Kauf genommen, weil es einer größeren Sache dient. Ja? Ja. Unfassbar. Also, ja, auf jeden Fall. Was auch sehr eindrücklich ist, was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Dieses Übergeordnete, dann hast du plötzlich so zum Beispiel, er weiß es zwar nicht, hä? Aber der Karl Lauterbach hat dann plötzlich eine neue Rolle. Wenn man es aus diesem Winkel anschaut, als Beispiel. Ja. Das ist schon heftig. Also, ja. Man weiß ja, dass Täter auch große Lehrmeister sein können. Aber du musst es aus einer komplett anderen Sicht betrachten. Ganz genau. Du musst es aus der Metaebene sehen. Dann ergibt es auch irgendwo einen Sinn. Man könnte ja auch sagen, wenn das alles so schädlich ist, ich sag jetzt mal aus einem christlich geprägten Geschichte, ja, wie kann Gott sowas zulassen? Ja, genau. Ja, weil es dir die Augen öffnen soll. Ganz genau. Es soll dir auch die Perversität des Systems zeigen. Und das System ist nicht natürlich. Es ist gegen uns gerichtet. Wenn wir das loswerden wollen, ist es erst einmal das zu erkennen und danach abzuschaffen. Wird das Blutzoll kosten, in welcher Form auch immer? Ja, natürlich. Das war immer so. Ja? Freiheit kommt nicht über Nacht und von alleine, sondern du musst sie dir nehmen. Aber du bist erst bereit, sie dir zu nehmen, wenn du eben hohe Verluste eingefahren hast. Insofern, perfekt erklärt, ja. Insofern ist es schon diese Geschichte extrem interessant. Interessant, ja. Ja, irre. Ja, wie gesagt, jetzt würde, also wenn du jetzt weitermachen noch möchtest, teasen möchtest. Naja, ich sag mal so, ne, wir haben ja jetzt schon, also wir sind jetzt bei einer guten Stunde und haben es damit eigentlich auf den Punkt gebracht, sage ich jetzt mal sogar. Und wir werden jetzt natürlich hier, wie sich das für einen guten Krimi gehört, eine Pause einlegen und auf den zweiten Teil verweisen, ist doch klar. Denn im zweiten Teil soll es, wie gesagt, um Trump gehen, um den dritten Weltkrieg wird es gehen. Wir haben das Thema Putin auf jeden Fall mit drin. Das sind natürlich auch wieder sehr interessante Dinge. Kursieren ja sehr viele Theorien dazu, sehr viele Sichtweisen zu diesem Thema. Und ich sag's, wie es ist, auch Remote Viewing wird sich einreihen als eine weitere Sichtweise. Sie wird nicht die Wahrheit sagen, sie wird nicht sagen, das ist es. Nee. Ich sage immer, in der heutigen Zeit, oder? Wir haben nur noch Extreme. Wir haben die Extreme, wir haben diese Extreme. Und wir versuchen mit Remote Viewing halt aus der möglichsten Neutralität einen Blick zu wahren. Und ich sage einfach, wenn dann 10 Viewer als Beispiel oder 100 würden, wenn wir so viel Kapazität hätten, das Gleiche beschreiben oder was da an Daten zusammenkommt, dann kann man dann schon von 99% Wirklichkeit, Realität reden. Mhm. Wir sind jetzt, würde ich sagen, so um die 90 nach oben. Mhm. Ja. Und eins darf man ja nicht vergessen, dass du hast ganz zu Anfang auch die Quantenphysik angesprochen. Die Quantenrealität sagt eben, dass sie nicht objektivierbar ist. Das heißt, die Beschreibung der Realität ist der Ist-Zustand jetzt. Der kann sich aber jetzt schon wieder ändern. In einer anderen Dimension sieht es ganz komplett anders aus. Genau. Das beschreibt ja nur das, was wir hier erfahren. Ja. Nicht das, was wirklich real da ist, denn das ist viel mehr. Aber das darf man ja nie vergessen bei dieser ganzen Geschichte. Aber dennoch gibt es uns eben eine Art Overview, eine Art
Überblick im wahrsten Sinne des Wortes und lädt uns ein, und das mag ich so daran, lädt uns ein, eine andere Sichtweise anzunehmen, einzunehmen und das Ganze vielleicht von einer anderen Seite zu betrachten. Ja? Okay. Du hast ja am Anfang noch kurz erwähnt, bezüglich Erfahrungen, eben Kontakten, UFOs, die ganze Geschichte. Da war jetzt nichts dabei, aber da habe ich natürlich auch ganz vieles, wo ich auch selber erlebt habe. Und ich wollte das halt dann, das Erlebte selber, mit Remote Viewing gegenprüfen, um zu schauen, ist das wirklich passiert? Habe ich mir das eingebildet? Oder was ist da los? Natürlich, wenn da physische Sachen auch zurückgeblieben sind oder so, wollte ich wissen, was ist da passiert? Weil schlichtweg zum Teil, keine Ahnung, null. Ich weiß von gar nichts. Aber das sind halt dann physische Sachen, die dann ganz klar sind, die sieht man, wenn du eines Morgens aufwachst und du hast ein blutiges Auge oder Blut am Gesicht, Blut auf der Brust, dann denkst du schon, irgendwie ist was, also, tja. Ich glaube, der Zuschauer hat spätestens jetzt die Ahnung, dass es ja mehrere Sendungen geben wird und wir natürlich auch zu aktuellen Themen mal ein Viewing machen werden oder du oder euer Team besser gesagt, dass wir aber auch natürlich aus der Vergangenheit wichtige Aspekte einfach mal, klar, Thema außerirdische, interdimensionale Wesenheiten, wir können über Gott, wir können über den Teufel sprechen, wir können über alles machen. Ja, und der Witz ist dabei, liebe Zuschauer, das ist kein Witz, ihr dürft ja im Live bis zum gewissen Grad dabei sein, denn wir werden einige Dinge tatsächlich live machen. Also nicht das Viewing, aber mit euch eine Live-Sendung machen und über die Ergebnisse sprechen. Und das Ziel sollte sein, dass wir, Entschuldigung, ihr gebt in den Kommentaren vielleicht mal eine Idee. Eine Idee hatte ich schon, da hat mich auch ein anderer Zuschauer draufgebracht. Thema Projekt Stargate. Würde mich brennend interessieren. Und euch da draußen bestimmt auch. Okay, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich blende noch mal ganz kurz etwas ein. Das ist genau das darüber. Ist gut. Das ist genau dann das Thema. Vielleicht auch, also mit nächstes Mal vielleicht. Mhm. Ja, Patrick, an was erinnert dich das? Ja, eigentlich. Das erste Idee war ein Teilchenbeschleuniger und das zweite war quasi dieses Innere von so einem Elektron oder sowas, ne? Atomgeschichte, sowas. Genau, ich habe das gesehen und dachte, Mensch, ich kenne das. Teilchenbeschleuniger, sag ich doch. Ganz genau. Und dann, glaub mir, auch da, ich zeige jetzt nur noch, was ich getasket habe. Ich wollte wissen, beschreibe das Target auf diesem Foto zum Zeitpunkt der ursprünglichen Nutzung. Also ganz ehrlich, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass da irgendwas jetzt rauskommt von weiß ich nicht was. Also oder ob dieser Vergleich überhaupt Sinn ergibt. Mhm. Ja? 4 Viewer habe ich draufgeschickt. Und auch da die Resultate übergreifend, überlappend und sehr, sehr eindrücklich. Sehr schön. Sehr schön. Gehen wir, glaube ich, wieder zurück, ne? Genau. Genau. Also wir sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es werden mehrere Sendungen. Wie gesagt, unser Ziel ist es auch, euch mit reinzunehmen. Also bitte fleißig in die Kommentare schreiben, was sind die Themen, die ihr haben wollt. Dann werden wir das versuchen, immer so zu machen, dass wir das rauslesen, eine Sendung dazu machen und vielleicht, wenn es dann die Sendung gemacht worden ist, aufgezeichnet ist, im Anschluss nochmal einen Livestream machen, eine Woche später, 2 Wochen später vielleicht, um euch dann wieder mit reinzunehmen, was ihr rausgelesen habt, sodass das Ganze ein bisschen interaktiv wird, dass das Ganze mit dem Zuschauer zusammen ist, dass wir die Themen entwickeln und wer weiß, was wir hier vielleicht möglicherweise anstoßen an einem Gemeinschaftsprojekt, denn wir alle haben natürlich eine Grundintention. Wir alle wollen Frieden, wir alle wollen unsere Ruhe, wir wollen das System, dass es uns, den Nachbarn, den Mitmenschen, dem Planeten besser geht, dem Universum von mir aus, wenn man ganz hoch skaliert. Wer weiß, wo uns ein solches Format mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung vielleicht mal irgendwo hinbringt. Das können wir noch gar nicht erahnen. Ja? Und das ist so die Idee, die wir beide hatten. Und das war heute einfach nur mal der Startschuss, die Sendung Number One. Und da war schon einiges drin. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Patrick. Was ich dir auch anbieten kann oder den Zuschauern, oder dass wenn wir dann zum Beispiel irgendwo ein Thema mal viewen, dass du live mit dabei bist
und direkt deine Fragen stellen kannst. Dass du also live dabei sein kannst, wenn wir am Viewen sind. Ja. 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 Weil, ja. Der Daniel Lohse, weiß nicht, ob du ihn kennst, Autor von Vermisstfällen, 411. Ah, doch, doch, ja, natürlich, na klar. Für ihn haben wir mehrere Targets geviewt auch. Und er war der, das wäre auch noch hier dabei, also habe ich auch schon gemacht. Er war dabei, wo wir diese Lastwagenfahrt, da geht es um eine Lastwagenfahrt, wo 60 Kilometer völlige Unbewusstheit ist und erst an der Entladerampe wieder zu sich gekommen, sozusagen. Und er war mit dabei und hat eben da auch so Fragen gestellt. Und er hat gesagt, das war so crazy. Ich bin auch für jeden Schabernack zu haben. Ja? Also, ja, weil ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, dass es sehr interessant ist, auch für unsere Zuschauer und die Gäste natürlich auch. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere da draußen, wie gesagt, von euch vielleicht auch solche Themen hat oder sagt, ich brauche was hier viewt. Vielleicht hat einer einen großen Goldschatz versteckt und weiß nicht mehr, wo er ist. Ne? Das ist das simpelste Beispiel. Aber ihr findet nochmal... Operationen auch. Oder eben, soll ich OP machen? Ja, nicht, Und. Einfach mal zu schauen, ja, funktioniert mein Knie nach der OP besser oder schlechter? Ja. Oder wir können ja auch eine gewisse Zeit in die Zukunft gehen. Ganz genau. Lottozahlen wird schwierig. Weil ich sage immer, je mehr aus einem Target ziehen, desto schwieriger. Mhm. Und wenn es natürlich eigene Sachen sind, da ziehen nicht viele dran. Ganz genau. Ja. Und ich darf das an der Stelle auch mal erwähnen. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, ne, oder sowas. Es ist bei dir bei weitem nicht so kostenintensiv, wie man glaubt. Ja, also es lohnt sich, gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht und so weiter und so fort. Es ist schon etwas, wo man sagt, das kann schon durchaus Sinn machen, sich buchstäblich mal noch eine zweite oder gar dritte Meinung mit reinzuholen. Also wie gesagt, wer da mehr Informationen haben möchte, einfach den Link folgen hier unter diesem Video. Ja, da findet ihr dann alle weiteren Informationen. Sehr schön. Stefan, wow, eine super Sendung. Ja. Ich glaube, ein guter Startschuss für sehr interessante Projekte. Du bist ein sehr sympathischer Typ. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Danke gleichfalls. An der Stelle auch danke an Marcel Poltet, der den Kontakt hergestellt hat. Liebe Zuschauer, da darf ich auch mal vorteasern. Der Marcel ist auch in den nächsten Tagen bei mir wieder zu Gast. Auch da wird es eine neue Sendung geben. Sag ihm lieben Gruß. Sowieso, gerne. Stefan, lass dir gut gehen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Schaffen. Finde ich ganz großartig. Auch eine tolle Lebensberufung. So scheint es zumindest. Du gehst sehr auf in deiner Arbeit als Kompliment. Großartig. Ja. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Da machen wir weiter. Nicht nur das, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, da gibt es noch jede Menge mehr. Ne? Ja. Also, lass es dir gut gehen. Danke. Tschüss, Patrick. In diesem Sinne. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Alle weiteren Kommentare lese ich dann von euch in der Kommentarspalte. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge bei Blaupause TV. Vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.